Trashy is back. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist hier so ein roter Kavemsmann eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen Trashy-Saurus auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, welcome back to the roots. Also im Prinzip habe ich damals ja angefangen hier im Badezimmer auch zu filmen tatsächlich, aber da war das auch noch mit meinem Handy. Ich darf nicht mehr als 5 Kilo tragen und da sich mein Filmzimmer eine Etage über uns befindet und ich diese 20 Kilo definitiv nicht nach oben schleppen werde, habe ich mir gedacht, komm, hier eben ins Badezimmer und dann machen wir das zusammen. Ja, Trashy ist ein Trash-Wanderpaket, was quasi quer durch Deutschland reist und da haben sich ein paar wundervolle YouTuberinnen zusammengetan, die nicht nur aufgrund von Trashy zusammengefunden haben, sondern weil wir uns einfach gegenseitig total genial finden und so eine Art, keine Ahnung, Arbeitskreis zusammen haben. Also wir tauschen uns aus, auch über YouTube und so. Es ist halt wirklich Kollegin, ne? Und das ist mega cool. Also schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch mal alle verlinkt. Ja. Ich bin sehr gespannt, was Trashy dieses Mal beinhaltet. Wir haben dieses Mal so eine 3-für-2-Aktion, weil Trashy ein bisschen abspecken muss. Das heißt, ich darf mir theoretisch 2 Produkte rausnehmen und muss nur 1 dafür wieder reintun. Ich möchte tatsächlich relativ viel Pflege rausnehmen, aber vielleicht catcht mich auch noch das ein oder andere dekorative Kosmetikteil. Da muss ich mal gucken. Und so werde ich auf jeden Fall Trashy eine kleine Abspeckkur gönnen. Ja, wir haben jetzt mittlerweile so einen riesengroßen roten Kavemsmann hier. Das ist der Wahnsinn, der mit Kabelbindern verschlossen wird. Ja, da hat jemand auch ein paar Kabelbinder mit dazugelegt, dass falls jemand keine Kabelbinder hat, man sich auf jeden Fall da bedienen kann. Ja, hier ist eine Hose für Katrin mit drin. Dann steht hier Claudi drauf. Ich habe doch schon von den Mädels was gekriegt. Da sind so Schleifchen drauf und Wölkchen Papier. Das ist safe für meinen kleinen Julius. Für unseren kleinen Julius. Das ist so ein Album. Guck mal, voll hübsch. Was hält sie? Oh mein Gott! Das ist, oh mein Gott. Die Mädels haben mir was gemacht. Wenn aus Liebe lieben wird. Oh, das werde ich mir mit meinem Freund zusammen durchlesen, weil, ja, weil da tatsächlich auch Mama und Papa immer angesprochen werden. Das schauen wir uns nach an. Oh, so richtig schön, Leute. Oh Mann, Dankeschön. Ich sag's ja, ne, das sind einfach die krassesten Mädels überhaupt. Ganz viel Liebe hier drin, oh mein Gott. Okay, ja, bevor ich jetzt hier... Dankeschön. Sentimental werden und so, ne? Also vielen, vielen Dank, ihr verrückten, geilen Mädels. Dann habe ich hier drin eine Box von Miss Curly Jen. Die hat ja Miss Curly Wax gegründet, wo man die verschiedenen Melts kaufen kann. Das ist ja mittlerweile sogar ein stationärer Handel bei ihr. Richtig, richtig cool. Die hat einen Laden auch angemietet, ne? Und da gießt sie dann auch immer ihre eigenen Wachse. Ihr könnt natürlich aber auch bei ihr vorbeischauen im Online-Shop. Ich verlinke euch in der Infobox alles dazu. Und ich habe auch einen Melt-Warmer und da kommen auch einige Wachse zum Einsatz. Und das ist schon gut geplündert. Also die Mädels, ja, also man merkt jetzt im Prinzip, es ist wieder die Zeit dafür, ne? Riecht einfach alles so besonders. Du hast hier ganz besondere Düfte. Hier haben wir ein Buch und das ist ja ganz cool, denn ich hatte hier eine kleine Idee. Das machen wir nämlich jetzt auch in diesem Video, Leute. Das ist mein Buch, Sammy endlich ankommen. Und dieses Buch ist jetzt einmal komplett die Runde gewandert. Ich glaube sogar zweimal. Und hier haben alle Mädels einmal unterschrieben. Das haben wir hier. Genau. Und dann könnt ihr dieses Buch nämlich in diesem Video gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Das ist ein Buch, was ich, wie gesagt, dieses Jahr auch herausgebracht habe im Pelletier Verlag. Das handelt von einer fiktiven Vorgeschichte. Was könnte gegebenenfalls die 2 Jahre passiert sein, bevor Sammy zu uns gekommen ist? Der kommt ja aus dem Tierschutz und ja, ist 2 Jahre in Bosnien gewesen, bevor er dann zu uns kam. Ne? Also, dieses Buch könnt ihr gewinnen. Also, wir wollten halt einfach mal was zurückgeben und dann hatte ich mir halt gedacht, Mensch, das wäre doch irgendwie cool, wenn wir dann ein Buch verlosen. Jo.
So, hier haben wir noch ein paar Sachen, die halt wirklich dann auch speziell für manche Leute bestimmt sind. Hier habe ich zum Beispiel von der lieben Jenny, also Miss Curly Jen tatsächlich, etwas reingelegt bekommen. So schön schwanger. Meilensteine für die Schwangerschaft. Okay, ich bin jetzt schon Mama geworden, aber das ist nicht schlimm. Ich habe während der Schwangerschaft auch immer wieder Fotos gemacht und dann kann ich mir das auch in das Fotoalbum entsprechend reinkleben mit den jeweiligen Sprüchen. Du bist jetzt kein Geheimnis mehr. Ja, also diese Meilensteinkarten, sowas finde ich auch immer total süß, ne? Also Jenny, vielen, vielen Dank. Dann haben wir hier die Adressliste. Telefon. So, etwas für Nicole, Nina, Wien ist hier noch mit drin. Jetzt starten wir aber endlich mal mit dem Unboxing von dem Paket. Jasper Caven, das Turbo-Stoffwechsel-Homeworkout. Ja, nee, da bin ich jetzt einfach mal raus, muss ich sagen. Dann habe ich hier eine Dalton-Tasche. Cognac Facial Sponge von Flaconi. Dann so ein Gesichtsreinigungstool. Das sind irgendwelche Flügel. Die kannst du vielleicht für irgendwelche speziellen Fancy-Pansy-Looks nehmen. Ein Ring, eine Nagelschere, ein bisschen Schmuck. Ein Gouache-Haarstein. Nö, also da habe ich tatsächlich keinen Bedarf. Schlau wäre es jetzt natürlich, wenn ich mir eben noch schnell mein Bild aufrufe für die Sachen, die ich reingetan habe. Ne? Dann kann ich euch nämlich auch direkt sagen, welche Teile ich damals reingetan habe. Denn die nehme ich natürlich raus und ersetze die entsprechend. Aber ich glaube, das war alles soweit schon rausgenommen worden, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Alle neu. Das sind wahrscheinlich Mascaren. Oh ja, oh mein Gott. Die Lash Paradise von L'Oreal nehme ich mir mal raus. Trend It Up Eye Appearance Mascara Volume and Definition nehme ich auch mal raus. Die Plum & Poppy, die mochte ich nicht ganz so gerne. Die kommt wieder zurück. Cosart kommt auch wieder zurück. Dann habe ich hier Falsche Wimpern bzw. The Falsies von Maybelline zweimal. Und The Falsies Lash Lift, die nehme ich mit raus. Douglas Volume Obsession. Die nehme ich auch mal mit raus. Die Catrice Glam Adore Waterproof ist klasse, die nehme ich auch mit raus. Habit Oil von Douglas, die hatte ich glaube ich schon, die fand ich nicht ganz so gut. Die bleibt drin. Catrice Pretta Volume, die Black Falls Lashes Mascara nehme ich raus. Ist immer ganz gut für meine Mädels, ne? Die freuen sich da auch drüber. Essence Maximum Definition Flexible Brush. Oh, das sieht aus wie die von Benefit. Das ist sehr interessant, nehme ich auch mal mit raus. Und dann habe ich hier die Max & More Mascara. Die lasse ich aber drin. Also da habe ich jetzt allerhand Mascaren rausgenommen. Wow. Hier habe ich noch so ein Täschchen von Asam Beauty. Das ist ein hübsches Täschchen. Da sind bestimmt eine Nadellack drin. Oh mein Gott, ja. Okay, ganz viele von diesen Happy Glam. Das ist nichts, was ich verwende. Jetzt hat sich auch noch der Akku verabschiedet. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, also, Nails Inc. London, den finde ich eigentlich ganz schön, aber den habe ich, glaube ich, schon. Beziehungsweise so ein Rot habe ich halt schon. Ja, dies, das, Ananas, ne? Ich guck mal durch. Na, dieser Gold hier ist schon geil, ne? Overcoat von Sally Hansen. Ich glaube, den nehme ich mir auch tatsächlich raus. Ich zeige euch das gleich aus der Nähe besser, ne? Ja, Nailberry. Also, schöne Marken sind hier auch mit drin und schöne Farben. Ja, aber ich glaube, der, von Sally Hansen ist so der einzige, der mich so wirklich catcht. Dann nehmen wir uns mal als Kontrast dazu ein schwarzes Täschchen raus. Da sind die ganzen Masken drin. Ja! Die ganzen Trend-Raider-Kärtchen, die hier auch noch mit drin enthalten sind. Ne? Wenn man irgendwie die Karten von 1 bis 10 hat, bekommst du so eine Special Box. Ja, und hier sind auch immer so allerhand Proben so mit drin, dass man einfach mal ein bisschen was ausprobieren kann. Okay, ich habe mir jetzt 3 Masken rausgenommen. Noch ein Täschchen von By Terry. Ja, leider viel, viel, viel zu hell. Ist hier so ein Blush, müsste das sein, von Dior oder sowas drin. Leider viel zu hell. Ein wunderschöner Monolidschatten von Trend It Up, aber ich verwende keine Monos. Von Catrice ein Strobe Brick. Das ist wie so ein Bronze Lighter, wie auch immer, von Revolution. Auch ein viel zu heller Blush. Sweet Pea. Also selbst mir wäre der zu hell. Ein schöner Spiegel von M. Asam. Den nehme ich mir raus. Das ist ein Handspiegel. Kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Ein Monolidschatten von Trend Up. Von Face Zero. Das müsste ein Blush sein. Den habe ich nämlich auch schon da. Nee, ein ganz dunkler Highlighter. Joa. Müsste ich
gehabt haben mal irgendwann. Von NARS habe ich hier einen Soft Matte Complete Concealer. Den nehme ich raus. Das ist so ein sehr deckendes Produkt, ne? Ja. Da hatte schon jemand mir geschrieben, dass sie da Interesse dran hätte. Von Revolution habe ich hier Dew Drop, das dürfte ein Highlighter sein. Ein Translucent Loose Powder HD Finishing von Bella Pia Cosmetics habe ich selber. Wow, voll die Staubfolge hier. Muss man aufpassen. Von Ebeline habe ich hier einen Spiegel. Auch den nehme ich mal mit raus. Dann habe ich von Charlotte Tilbury Walk of No Shame einen Eyes to Mesmerize. Das ist so eine, so ein Pöttchen, ne? Ja, das ist so ein schöner Kupferton. Aber ich muss sagen, dürfte mir zu sehr in die Fältchen kriechen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich den jetzt rausnehme oder nicht. Dann habe ich von XX Revolution... Was? Darf ich das sagen? Fickel? Ja, das ist ein Blush. Der sieht sehr, sehr schön aus, aber... Ich weiß ja nicht. Der hat auch so Schimmer mit drin, ne? Eigentlich sieht der sehr cool aus. Ich glaube, ich nehme ihn mal raus. Dann von Look by Beeper My Under Eye Powder. Wie süß ist das bitte schön? Winzig, klein, fixierend und optisch aufhellend. Oh nee, das ist mir viel zu dunkel. Das wird bei mir nicht aufhellen. Dann diese kleine Sadik in Voltaire Tasche habe ich mal irgendwann hier reingetan. Und jedes Mal, wenn sie bei mir eintrifft, ist hier irgendwas anderes drin. Hier habe ich I Have Revolution Duchesse. Das ist ein Highlighter. Ich glaube, den habe ich selber. Sehr hübsch, ne? Mit der Pfote drin. Dann von Pass habe ich hier einen Monolidschatten in rosa. Nee. Noch ein Spiegel. Die vermehren sich hier aber. Nee, das sind Lashes. Oh. Ja gut, nee. Nee. Ich trage keine Lashes. Das sieht wunderschön eigentlich aus, ne? Fairy World Beauty. Nein, das wandert weiter. Das ist süß, aber es wandert weiter. Und dann habe ich hier noch einen Blush von Wet n Wild. Exit Stage Left. Ja, Luft. Hier habe ich einen Tourenbeutel. Eau Thermale Avène. So, die Water Drops Micro Drink Getränkewürfel mit Vitaminen, Breeze, Wassermelone, Gurke nehme ich raus. Da habe ich richtig Bock drauf. Also, ja. Und dann ist hier noch fancy Stuff drin. Einmal ein Gürtel tatsächlich. Ja, der wird aber weiter wandern. Ich trage selten Hosen, dementsprechend selten Gürtel. Dann ist das hier so eine... Ja, das ist von einem Meltwarmer. Eigentlich gehört da noch so ein Meltwarmer drauf. Ich glaube, von Airwick hatte ich den auch mal, ne? Genau. Ist hier auch nämlich mit drin. Not for food use, ja, das ist schon klar. Und da kannst du halt Wachse reinmachen, ne? Falls jemand keinen Meltwarmer hat und trotzdem die coolen Wachse von Miss Curly Wax ausprobieren möchte. Dann habe ich hier einen Bikini drin, einen neuen. Okay, ja, schick. Zum aktuellen Zeitpunkt konnten die Rupis hier sogar reinpassen, aber an und für sich ist das, glaube ich, nicht so ganz meine Größe, ne? So, hier habe ich jetzt einen Beutel und da ist, glaube ich, relativ viel Pflege drin. Da hoffe ich jetzt ordentlich zuschlagen zu können, damit Trashy ein bisschen abspeckt. Also, als erstes habe ich hier Deo Spray Vanille Macadamia von Aveo mit sanft pflegendem Duft, 24-Stunden-Wirkung. Ich meine, das dürfte dann so ein bisschen erinnern an die Impuls-Deos. Das riecht aber schon sehr intens, um das mal so zu sagen, ne? Na, ich guck mal, ich nehme es mal mit raus. Dann habe ich hier von Mutt Maski, richtig geil. Die nehme ich auch mit raus, Dark Circles, Puffy Eyes, Fein und so weiter. Das ist halt so eine Augenmaske. Die machst du dir einfach unter die Augen drauf und lässt die einwirken, während du Zähne putzt. Und da meine Augenpatches aktuell am Leergehen sind, 1A, passt das voll gut. Dann habe ich hier die Balea Pflegecreme Winter, Magic Winter duftet nach Winterträumen. Die reichhaltige Formulierung mit Shea Butter für Gesicht und Körper schützt die Haut vor dem Austrocknen und pflegt sie sanft und geschmeidig. Das nehme ich auch mal mit raus. Ist ganz süß mit Pinguin drauf, ne? Ich lass ihn abspecken hier. Radiance Perfecta von Pixi by Petra. Rose Infused Complexion Enhancer creates a soft focused glow to give skin an even radiant finish. Das dürfte vielleicht an der Make-up, genau, ein Primer sein. Den probiere ich auch mal aus.
Ja, heute geht die Party auf. Eine Gesichtsmaske von Balea spendet intensive Feuchtigkeit. Die war in dem Balea Adventskalender drin, nehme ich mir jetzt aber auch mal mit raus. Entweder für mich oder zum Weitergeben. Dann von Fix and Rouge Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream. Die wird nicht rausgenommen werden, weil ich eigentlich niemanden in meinem Umfeld habe, die so tierisch auf mattierende Produkte steht. Also wir sind alle Trockenflaum irgendwie. Soft Feel Sun Cream Lichtdesfaktor 50 Plus von Secret. An und für sich eine interessante Kiste, aber auch das lasse ich jetzt weiter wandern wieder, weil ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Lichtschutzfaktor-Geschichte von Dalton. Ne? Dann habe ich hier I Need Vitamin C Facial Clay Mask mit Vitamin E drin. Ja, nehme ich auch mit drauf. Dann habe ich hier von Avant Collagen Intense Radiance Activator Serum 30 ml. Ich weiß, dass hier super viele Avant-Produkte drin sind, deswegen stelle ich mir das zur Seite. Ich gucke mal, was ich hier noch drin finde, dass ich vielleicht das eine oder andere rausnehme für eine Freundin, die halt tierisch auf Avant abfährt. Dann von Catrice Contouring Face Gel Self-Tanning. Das hatte ich auch schon mal in der Box drin, das finde ich nicht so cool. Ticket for a Hug Hand Cream von Essence, das nehme ich mal mit raus. Jetzt gerade können viele Leute bei mir im Umfeld auch Handcremes gut gebrauchen. Q10 Energy von Nivea Antifalten Perlen Serum mit Vitamin C und E. Hautidentisches Q10 nehme ich auch mal mit raus. Oh, hört ihr das eigentlich, dass ich ganz die Dings hier reinmache? Von Biana die Tagescreme. Die lasse ich weiter wandern. Das ist ja halt einfach so eine Traumgeschichte hier. Dann This Works Stress Check Mood Manager Motion Activated Aromatherapy Spray to create a soothing balanced atmosphere wherever you are. Ja komm, ne, machen wir mal ein bisschen Stimmung hier. Das riecht nach nichts. Egal, nehme ich auch noch mit raus. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man das irgendwie halt partiell auf so ein Kissen sprüht, dass es halt wie so ein Kissenspray halt funktioniert. Dann habe ich hier von Puffin Beauty Thickening and Texturizing Balm. Das ist für die Haare. Das ist nicht so ganz meine Welt. Der wandert auch weiter. Planet Spa Luxuriously Refining Eye Gel Mask von Avon. Da hatte, glaube ich, geschrieben. Jemand ist gut, die liebe Marion. Denn ich habe ihr gesagt, sie soll sich mal das Video von Frühlingsrolina angucken und mir sagen, falls sie was haben möchte. Ja, da hat sie geschrieben, Avon Planet Spa, dass sie das gerne hätte. Deswegen packe ich ihr das zur Seite. So, Lady Green Elixir de Jour, das ist auch eine Tagescreme, die wandert weiter. Spa Moments Natural Spirit, ein Körperöl, verwöhne Haut und Sinne, das behalte ich. Maria Galant Maske, Contour Diffused Eye Contour Cooling Mask, 15 ml. Das behalte ich auch bei mir, auch das kann ich mir gut vorstellen. 5 Minuten muss es nur drauf lassen, dass ich das dann morgens verwenden kann. Von Ren Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream, das ist eine Nachtcreme quasi. Die wird auch weiter wandern. The Ordinary AHA BHA Peeling Solution. Das ist dieses rote Zeug, auf gar keinen Fall. Da habe ich schon bei vielen gehört, dass es auch sehr reizend sein kann. Dr. Barber Lifting Cellular Collagen Booster Cream. Die nehme ich mal mit raus. Dann Douglas Hydrate Coconut Water Fine Moisturizing Mist. Ja, nö. Das bleibt hier auch drin. Bin ich so der Kokos-Fan. Dann habe ich hier drin von Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion. Das ist eigentlich nur eine Feuchtigkeitscreme von Clinique. Die nehme ich auch mal mit raus. Balance Me BHA Exfoliating Concentrate. Das wandert hier weiter. Emma Harley Purifying Pink Clay Detox Mask. Das habe ich schon mal aufgebraucht. Die ist auch schon verwendet. Die werde ich jetzt zu Ende aufbrauchen. Kalin Fleur Noir, eine Handcreme. Auch die werde ich behalten. Beziehungsweise weitergeben. Dann habe ich hier eine Creme Essence Hello Good Stuff Moussey Face Moisturizer Hydrating Gel with Banana Water. Ich mag halt schon super gerne Banane und das fühlt sich auch sehr schwer an, weil das halt ein echt schwerer Glastiegel ist. Ne? Das Bild da drauf ist übrigens auch ein Traum. Ne? Ich weiß nicht, ob die Kamera das irgendwie scharf stellt. Ja, sie ist ein bisschen weit weg von mir. Ne? Mal gucken. Auf jeden Fall. Ich selber habe aktuell, echt Glück mit meiner Hautpflege. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Und deswegen weiß ich nicht genau, die bleibt hier im Paket drin. Dann habe ich hier so ein Portemonnaie. Das hatten wir auch in irgendeinem Adventskalender drin, glaube ich. Ne? So ein kleines Party-Portemonnaie. Das
kann man eigentlich super schön mitnehmen, wenn man irgendwie ja, auf Party geht, ne? Ich glaube, ich lasse es auch erstmal weiter wandern. Dann von Lancôme Genifique Creme Active Youth Activating Cream 15 ml, die nehme ich raus. Also ich kenne ja dieses Activateur de Jeunesse, also quasi das Youth Activating Concentrate, was ich sehr gut finde. Und das ist die Creme dazu, das ist natürlich schön. So, und dann habe ich hier noch drin eine Handcreme von Badefee Softly Grape. Die riecht gut. Die nehme ich auch mal mit raus. Nicole Miller New York Glamorous Nudes All Over Face Palette. Da hat jemand einen Riesen-Oschi reingepackt. Ui! Ui, ui, ui. Ja, hast du Blush Bronzer Highlighter, hast du Lidschatten, hast du 50 Shades of Nude irgendwie auch mit dabei. Aber das ist nicht meine Welt, muss ich gestehen. Sodele, weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich noch so einen sehr schweren großen Beutel. Da haben wir drin Balea Parfüm Deodorant Pure Elegance ohne Aluminium. Aber es riecht bestimmt gut. Ja, es riecht gut, das nehme ich raus. Dann haben wir Rasierschaum Sea Moments für empfindliche Haut, Eigenextrakt und Meeresmineralien. Den nehme ich auch raus von Isana. Da hatte Marion geschrieben, dass sie Interesse dran hätte. Reinigungsmilch von Garnier, genau. Botanische Reinigungsmilch. Genau. Spice It Up Body Mist von Essence, dass wir drin bleiben. Das ist auch mit so Glitzerpartikeln. Ich glaube, da stehen nicht so viele drauf. Von Avant habe ich hier eine Sleeping Mask. Die wird drin bleiben. Dann habe ich Overnight Serum von Avant. Das nehme ich hier sehr wahrscheinlich raus. Nebenan ist mein Freund dabei, die Küche zu machen. Das Serum habe ich hier nochmal mit drin. Also im Prinzip zweimal. Da ist jetzt die Frage, einmal rausnehmen reicht eigentlich. Ne? Das heißt, eins bleibt dann auch drin. Dann habe ich hier das Micellenwasser von Sylveco. Da hat Marion auch geschrieben, dass sie da Interesse dran hätte. Ist auch schön schwer. Dann habe ich eine 8-Hour Texturizing and Antioxidizing. Das ist so ein Hyaluron Face Serum von Avant. Das nehme ich auch mit raus. Pro Perfecting Collagen Primer Touche Eclat. Der bleibt drin. Dann habe ich die Rose Quartz Revitalizing and Firming Mask von Avant. Die nehme ich für mich raus, weil ich die schon mal hatte und eigentlich gar nicht so verkehrt fand. Gentle Rose Beautifying Face Exfoliant. Okay, womit ist das? Das lasse ich auch mal drin, weil, ne, also mechanische Peelings vertrage ich aktuell nicht. Also da bin ich wirklich sehr crazy. Skin Repair, Probiote, Schutz und Pflege von Bactocare. Das kommt mir so bekannt vor, als hätten wir das schon öfters hier drin, drin gehabt. Ist, glaube ich, schon ein paar Mal mitgewandert. Und dann habe ich hier von Pilka sanfte und effektive Haarentfernung mit drei wertvollen Ölen, Moringa, Amla und Kamelie mit leichtem Duft. Ja, das ist so eine Enthaarungscreme, die wird auch weiter wandern. Aber ich finde, da habe ich doch schon mal ganz gut was rausgenommen. Hier habe ich zwei L'Oreal-Cremen. Cremes. Einmal Revitalift belebende Creme Rouge Tag. Antifalten und extra Straffheit für natürlich frische Ausstrahlung. Und Revitalift Feuchtigkeitspflege ohne Parfum, Antifalten und extra Straffheit. Die nehme ich beide einfach mal mit raus. Warum nicht? 100% Vegetal Plant-Based Hair Color, das ist von Schwarzkopf, eine Haarfarbe, Natural Brown, die werde ich nicht mit rausnehmen, weil ich jetzt so meine Haare nicht färbe und bei meinen Mädels, ich glaube, ich weiß nicht, ob die sich das auch zu Hause machen. So, wir sind jetzt bei den Boxen angelangt, was ich hier sehr gut finde. Hier haben wir die erste. Okay, vielleicht ist hier irgendwas ausgelaufen oder so. Es glitzert hier nämlich ziemlich drin. Von Neonail habe ich hier so ein bisschen was. Nee, also da habe ich keinen Bedarf dran. Auch so ein süßes kleines Täschchen, was ich hübsch finde, aber kann ich jetzt so nicht gebrauchen. Ein Parfum von Essence, Like a Girl's Night Out. Echt interessant gerade. Muss ich mal sprühen. Nehme ich mal mit raus. Vielleicht hat eine meiner Mädels da Bock drauf. Dann ein Parfum vor allem. Eine Foundation Essence Insta Perfect Liquid Makeup in der Farbe 30. Ist mir viel zu dunkel. Strong Matte Effekt. Nee, da habe ich jetzt eigentlich auch keine, die da Bock drauf hat.
Das ist auch leider matt von Alterra Nude and Matte Make-up in der Farbe 01 Porcelain. Also bei matten Make-ups, Foundations und so weiter ist eigentlich bei mir in der Clique nicht so Bedarf. Dann habe ich ein Eau de Parfum Natural Spray von Victor und Rolle Flower Bomb. Nein, echt? Cool. Ist es das Original oder ist das ein Dupe? Hatte ich nämlich schon mal als Probe. Das riecht ein bisschen nach Brause. Jo, nehme ich mir mal raus. Cool. Noch ein Paint-Foam haben wir hier drin. Commune Evidence. Ah, das hatte ich auch schon mal von Yves Rocher. Ist es ein Parfum? Oh, das riecht sehr, sehr schwer. Aber vielleicht, wie gesagt, habe ich da eine Freundin, die da Bock drauf hat. Mal gucken, ne? Von Love Even Elixir Serum Foundation. Die habe ich selber noch da. In der Farbe 010 Ivory Elegance. Eine richtig coole Foundation. Da überlege ich, ob ich die für jemanden dann, also für eine Freundin einfach rausnehme, weil die wirklich, wirklich gut ist, ne? Noch ein Parfüm. Also diese Box ist wirklich plünderungsreif hier, ne? Vanilla Touch von Larif. Da weiß ich nicht, von was das jetzt der Dupe sein soll. Weil Larif dupt ja ungefähr alle möglichen Düfte, ne? Nehme ich auch mal mit raus. Ne? Gucken wir uns mal an. Gucken wir uns mal an mit der Nase. Und dann habe ich hier noch eine Foundation drin, die habe ich selber auch aussortiert in der Farbe 30 von Maybelline Green Edition Superdrop Tinted Oil. Ja, das ist halt schwierig, ne? Aber ja, das wird wieder hier hineinwandern. Krass. Also da habe ich fast die ganze Kiste hier geplündert. So kann es weitergehen, oder? Base Booster Glitter and Shadow Glue von BH Cosmetics. Ich bin mit dem von NYX wirklich sehr, sehr zufrieden. Von CAP, Longwear Full Coverage Concealer in der Farbe 002. Ich glaube, den nehme ich mal mit raus. Ja, Freundinnen von mir fragen da immer wieder nach, ob ich mal so einen Concealer oder sowas hätte, ne? Halt was gegen Augenringe, Augenschatten, bla. Physicians Formula, das ist so ein Zwischending, glaube ich, zwischen Puder und Highlighter. Das sind irgendwelche Glow Curls. Aber ich finde diese Highlighter von Physicians Formula ehrlich gesagt ein bisschen zu glitzerig. Dann habe ich von Model Co. Instant Radiance Light Reflecting Skin Perfector. Das ist auch Concealer. Den habe ich selber schon, den ich auch in meiner Aussortiertkiste habe und weitergegeben habe. Say Hello Jelly Pong Pong Lip Oil. Color Infused Hydrating Oil. Huch, das ist rot. Color Infused trifft es definitiv. Elikia Beauty, das ist so ein, na, habe ich selber. Ein Lippy, der ziemlich cool aussieht von Essence, aber ja, so ein Glitzerbombengedönsen, ne? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen pH-anpassend Gedönsen. Guck mal, der glitzert halt so schön. Tattoo Proof Brow von Maybelline habe ich selber auch schon mal aussortiert. So ein Jumbo Eyeliner von NYX, finde ich, ist auch nichts. Dann Smoothie Gloss von Essence, bin ich nicht so Fan von. Wet n Wild Cloud Pout Marshmallow Lip Mousse, bin ich auch nicht so Fan von, hört sich eher trocken an. Dann sowas ganz, ganz Glitzerndes von Mary Kay, Shimmer Liquid Eyeshadow. Liquid Eyeshadow und ich sind keine Freunde. Lord & Berry Lip Oil Potion, ja, das ist so ein Lippenöl, habe ich selber noch da. Dann von Catrice habe ich hier in der Farbe Ultimate Color Red Set Black 480. Das ist so ein ganz, ganz dunkles Braun. Sieht richtig geil aus, aber ich bin dafür zu blass. Also wenn ich das trage, sehe ich aus wie eine Leiche, ne? Aqua Lagoon Glowing Spray. Nee, von Rival de Loop. Das ist einfach eine Glitzerbombe. Was ist das? So We Make Up. We Make Up. So, Lip Gloss 06, Montezuma Cardinal. Okay, sagt mir jetzt nichts. Ui, auch das wieder so eine sehr dunkle Farbe. Dann habe ich hier Manakada Glow. Das ist ein Liquid Highlighter, der ist mir zu dunkel. Dann habe ich Luxe von Revolution. Ein Lippenstift, der... Ich glaube, die waren relativ matt, wenn ich mich erinnere. Die sollen dann ja quasi auch, sieht man optisch ja auch, ne, Dupe sein zu den Charlotte Tilbury Lippenstiften. Ja, ja. Dann Reba Loves Me Happiness Primer and Serum mit Cooling Effekt.
nicht ganz so meine Welt. Ich glaube, es glitzerte auch zu viel. Ja, diverse Lippenstifte und was du nicht gesehen, haben wir hier noch drin. Magic Eyeshadow. Ja, aber das catcht mich jetzt gerade nicht ganz so. Hier ist ein Lip Liner von Zu Eva in ganz dunkelrot. Ganz dunkelrot. Ich glaube, den nehme ich mir mit raus. Weil da kann ich mir vorstellen, also ich habe tatsächlich noch einen Zu Eva Lip Liner und der ist von der Qualität her ganz schön. Und ich habe ja auch den ein oder anderen etwas dunkleren Lippengedönsen. Dann könnte das funktionieren. Was ist das hier jetzt? Brow Powder? Nee, das ist zu dunkel. Physicians Formula, das ist ein Eyeliner. Oh, das hat eine Pinselspitze, den nehme ich raus. Galactic Black Noir, okay, das ist auch ein Eyeliner, ein Filz-Eyeliner. Kohl Kajal von Lacombe, dies, das, Ananas, was ist das? Kiko Mini Lipstick, süß. Ui, der ist auch sehr, 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 sehr hell. Ja, da waren wir jetzt nicht ganz so mega erfolgreich, aber das ist auch nicht schlimm, ne? Man muss halt auch mal ein bisschen was drin lassen. Die ist schwer und das ist ein wunderschöner Purish-Karton. Ihr könnt mit dem Code CLAUDISWELT15 15% Rabatt bei Purish auf diverse Marken sparen. Also schaut da gerne mal vorbei. Und ja, hier schauen wir nochmal rein. Das ist ein wundervolles Puder. Rivalde Look meets Kuten Under Eye Powder habe ich selber. Ist wirklich gut. Man muss halt mit der Dosierung manchmal ein bisschen aufpassen, weil wenn du zu viel davon nimmst, dann wird das Ganze sehr, sehr trocken. Dann habe ich hier ein wunderschönes Täschchen, vollgepackt mit Mono-Lidschatten, Creme-Lidschatten, alles, was das Herz begehrt, aber nicht mein Herz, weil ich sowas gar nicht verwende. Ja, irgendwelche Pigmente und so, das ist wirklich überhaupt nicht meine Welt, also das wird komplett so weiter bei mir wieder. Ein Highlighter von Re-Love. Das ist schon mal ganz schön, aber der ist mir zu gold. Steve Laurent, die Palette, die hatten wir ja schon das ein oder andere Mal da. Die war ja mal in der Glossybox drin, ne? Die brauche ich so nicht. Also die, diese Kiste sieht nicht ganz so heiß für mich aus. Ein Blush von Re-Love habe ich hier drin. Miss Lynn Cutie Pie Trio Bronzing Blush, den hatte ich selber schon mal. Der ist mir zu warm. Und dann noch die La Splash Moonlight Glow Palette, die habe ich selber. Der Spiegel ist kaputt, das bringt Pech, Leute, da müssen wir aufpassen. Dann habe ich hier von Sophia und Mabey Cheek and Glow Palette, die habe ich selber noch da. Von VH Cosmetics Summer Lovin, das ist eine schöne Lidschattenpalette, aber für mich persönlich auch wieder zu warm, also zu nude warm mäßig, da bin ich halt, nee, mag ich nicht so gerne. Eine riesengroße Palette von Revolution, die mich persönlich jetzt halt einfach nicht so catcht. Was ist das hier unten? Special Occasion von VH Cosmetics, 39 Color Eyeshadow und Blush Palette, interessant. Da hatte BH doch damals immer diese riesigen Paletten. Genau, hier hast du die ganz kleinen Pfännchen und hier hast du so große. Das ist halt wirklich, das riecht auch sehr merkwürdig. Ach, Kinderschminke. Das ist so eine typische Palette, wenn man halt andere auch schminkt, ne? Dass du irgendwie gefühlt alles da hast. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aber ich bin halt nicht so Fan von diesen ultra großen Paletten. Und dann habe ich hier noch die Selfish Lidschattenpalette von Love. Auch die hatte ich schon mal, die ist, glaube ich, sehr kühl. Nee, sehr warm. Okay, ja, aber auch die, also schöne Töne, sehr butterig, aber diese Pfännchen waren mir auch irgendwie, keine Ahnung, die hat mich halt auch nicht so gecatcht, deswegen habe ich sie damals halt auch nicht behalten. Ja, nö, das war jetzt nicht so die erfolgreiche Box. Aber wir haben ja noch zwei riesengroße Oschis hier. Ja, Snackbox. Sehr schön. Als erstes habe ich hier direkt eine Fliege drin. Definierendes Kakao-Butter-Hairfood von Garnier. Das bleibt definitiv. Mag ich super gerne. Das hier wird weiterwandern. M. Asam Self-Tanning Drops. Die hatte ich selber auch schon in der M. Asam Wundertüte. Meine Mädels waren da auch nicht so begeistert von. Deswegen, ja, nö. Cover Hair, Haarauffüller, Haare wirken voller in Sekunden. Okay, Dark Brown, 3-4. Nehme ich das mal raus? Also nicht für mich, ne? Weil offensichtlich keine dunkelbraunen Haare, aber ich habe einige Freundinnen, ne? Mal gucken. Vielleicht haben die da Bock drauf. Dann habe ich hier was drin von Advanced Techniques von Avon.
Nourishing Serum Smoothness for Beautifully Finished Hair mit Argan und Kamille. Volume Haarverdicker von Justus Professional. Verdickt das einzelne Haar bis zu 20% mit Provitamin B5 und Keratin. Jo, nehme ich auch mal mit raus. Das ist ja farbunabhängig. John Frieda Frizz-Ease, tägliche Wunderkur, sofort Pflegespray, nährt und entwirrt widerspenstiges Haar. Das nehme ich auch mit raus. Kerastase wird definitiv mit rausgenommen. Genesis Mask rekonstruierende Maske. Ich habe eine Freundin, die steht mega auf Kerastase. Die wird sich darüber freuen, die liebe Jules. Dann L'Oreal Elvital Full Resist Express Power Cool mit Arginin und Glanzpflegeserum. Auch das nehme ich mal mit raus. Ja, hat jemand sich haartechnisch sehr gut ausgetobt? Wie Curly. Leider habe ich jetzt niemanden bei mir im Umfeld, die Locken hat. Deswegen wird der Curl Enhancer zurückgehen oder weitergehen. Fanola No Red for Brunette. No Red Shampoo. Braucht man sowas? Keine Ahnung. Also ich bin ja nicht brünett. Es ist dann vielleicht dieses, bei Blonden arbeitest du gegen Gelbstich, bei Brünetten gegen Rotstich. Keine Ahnung. Ja. Lasse ich aber mal drin, glaube ich. Weil ich jetzt persönlich nicht wüsste, wem ich das bei mir in der Clique von den Zuckerpuppen geben würde. Aber auch hier habe ich gut was gelehrt. Und jetzt kommen wir zu der letzten Kiste. Und da werden wahrscheinlich einige Paletten auf uns warten. Ach ja, die Snackbox wieder, ne? Mal gucken, wie snackig das Ganze sein wird hier drin. Oh ja, das sind die Paletten. Sehr schön. Da habe ich die Mulan Beautiful Blooms Eyeshadow Palette. Genau, das war, ist halt wie so ein Fächer, ne? Das ist irgendwie schön, aber halt auch irgendwie super unpraktisch, ne? Oh. Catrice haben wir hier am Start. Ach, guck mal, da kannst du 4 Monolidschatten reinmachen und hast dann dir selbst eine Palette erstellt. Love mit Hatice Schmidt. Die habe ich auch mal geschenkt bekommen, das weiß ich noch, in einem der ersten Zuschauerpakete. Wahnsinn. Hatice Shade ist komplett aufgebraucht und ja, also Wahnsinn. Wahnsinn! Wer gibt die denn ab? Ich fand die echt gut. Also ich habe die ja auch und ich finde die sehr, sehr gut. Gut, hat die Shade ist weg. Das ist mit einer der Farben überhaupt in der Palette, ne? Ja. Physicians Formula. Habe ich die nicht reingetan? Nö, die ist nicht von mir. Aber ja, sind halt nur Schimmertöne. Deswegen hatte ich die damals halt auch mal aussortiert. Lovely, ich glaube, das ist eine polnische Drogeriemarke, ne? Auch eine wirklich schöne Palette, Beekeeper, aber ich habe schon super viele von diesen echt schönen Goldtönen. Trend It Up Bold Blush Set, die wird weiter wandern. Eveline Sparkle Palette, die habe ich, glaube ich, selber da. Erinnere ich, also meine ich jedenfalls, ne? Eigentlich auch eine schöne Palette. Golden Roses von Mesauda. Oha, hier ist irgendwas gekrümelt. Ui, die ist aber hübsch. Aber ich glaube, dass die tatsächlich weiter wandern wird. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Es ist gerade Essen gekommen, dann kann ich jetzt mal eben kurz drüber nachdenken. Habe mich jetzt gegen die Palette entschieden. So, dann habe ich hier von Eveline Cosmetics die Shocking Nudes Eyeshadow Palette. Eveline macht ja wirklich sehr schöne Produkte und das ist dann schon so ein bisschen dupe oder teilweise dupe zu der Huda Palette, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Mit diesem Surprise-Ton und so, mhm. Aber nee, die catcht mich jetzt auch nicht so. Dann My Must Haves von Essence, da kann man theoretisch noch Sachen reinfüllen. Von Morphe habe ich hier noch eine Palette, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr bunte Palette. Die Artist Palette ist das. Welche denn? 18B. Aber ja, ich bin jetzt nicht so der Morphe-Fan, muss ich gestehen. Also da, beziehungsweise, da gab es in letzter Vergangenheit doch den einen oder anderen Skandal, weswegen ich Morphe auch nicht mehr so verwenden mag. Ja, Icon Mini Eyeshadow Palette. Die hatten wir schon mal in der Box irgendwo drin. Die hatte ich auch schon mal da. Love the Glorious Deep Metallic Eyeshadow Palette. Deep Metallic Highlighting Palette. habe ich selber, finde ich gut. Dann von Kruidvat, was? Days Like This
Ist eine ganz süße, ein ganz süßes Quattro, aber mir zu kühl, um ehrlich zu sein. Bei der Pierre Cosmetics habe ich die Pro Concealer Palette. Nee, die finde ich jetzt nicht so genial. Die ist auch ein bisschen demoniert. Kannst du Color Correcting mitmachen, hatte ich auch schon mal da. War mal in einer Box drin. Pixie by Petra, die war mal in einem Adventskalender von Flaconi, müsste das gewesen sein, drin. Die habe ich entweder selber oder ich habe sie schon weitergegeben. Wild n Wild Color Icon Bronzer, der ist mir zu schimmerig. Ist dieser hier, ja, Wild n Wild, ich weiß nicht warum, aber catcht mich nicht so. Von Lovia, die Lidschattenpalette, die wir in einem Adventskalender finden werden. Genauso wie ein Lovia Highlighter. Das ist auch nicht meine Welt. Die Cutie-Palette von Nabla nehme ich raus. Da hat Marion gesagt, dass sie die gerne hätte. Die hatte ich auch schon mal da. Habe ich die noch? Oder hatte ich... Eine habe ich nämlich weitergegeben. Ich weiß nicht, ob es die analog war oder die blaue Palette. Genau, aber eine hatte ich auf jeden Fall schon mal weitergegeben. Von Zoeva, die Caramel Melange. Die war mal so im Hype, Leute, ne? Ja, aber nee. Ich glaube, die habe ich in Mini oder habe ich die Cocoa Mini und dafür die Caramel Melange in groß, weiß ich nicht. Ich teste mich ja aktuell auch immer noch durch meine Lidschattenpaletten durch. Jetzt gerade bin ich bei meinen Too Faced Paletten und sortiere da richtig hart aus. Von Lyko habe ich hier noch eine Mesmerize Palette. Das ist so ein Quattro. Quattros behalte ich wirklich nur, wenn ich die richtig, richtig, richtig gut finde. Ein Blush Duo von The Beauty Crop habe ich jetzt hier drin. Hatte ich das nicht auch schon mal? Das sieht so bekannt aus. So ein Hexagon. Das war doch irgendwo mal in der Goodie Box drin oder so. Ist eigentlich auch ein schönes Blush, aber ich habe jetzt ja schon das von XX Revolution behalten. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Jetzt könnte ich sehr schwach werden. Anastasia Beverly Hills, das Glow Kit mit Nicole Guerriot. Ich glaube schon. Kitty Cat Forever Young Daydream 143. Oh. Aber ich glaube, dass die mir fast alle zu dunkel sind. Und der ist mir zu hell. Und dann macht das ja gar keinen Sinn, ne? Oh, Forever Young sieht richtig schön aus. Oh, sieht man nicht? Ich seh's. Oh Mann. Ich behalte die. So. Die Too Faced Palette, die Hasi Palette, da hat tatsächlich Marion gesagt, sie hätte die sehr, sehr, sehr gerne. Deswegen werde ich sie jetzt rausnehmen. Ja, ich werde ordentlich was in dieses Paket noch wieder reinpacken. Genau, hier haben wir einen Highlighter, Blushes und auch einen Bronzer. Außerdem haben wir hier auch Lidschatten. Also das ist halt, ne, so eine komplette Face-Palette. Dann habe ich hier die Caramel Melange von Zoeva in der Mini-Variante. Die müsste ich auch haben. Die war irgendwann mal in einer LE-Box drin von Glossy Box, ne? Genau. Ach, guck mal, das ist einmal die Caramel Melange im Mini und einmal im Normalformat. Und dann habe ich hier von Juvia's Place die La Mariposa Jamie Angelina x Juvia's Place Palette. Das ist halt auch so ein Schätzelein, was so schön bunt ist, ne? Ja, Glitter Queen ist natürlich so ein Ton für sich, wo ich sage, ah ja, ja, das ist jetzt nichts für mich. Aber Angel und... Oh, also die Looks, die du damit machst, die sind halt alles andere als alltagstaugliche Looks, ne? Oh. Die nehme ich jetzt nicht raus. Ich habe jetzt ganz schön viel rausgenommen und ja, packe jetzt mal eben zusammen und zeige euch dann mal nochmal die Produkte, die bei mir geblieben sind. Ja, hier sehen wir jetzt die ganzen 62 Artikel, die ich jetzt rausgenommen habe. Der Wahnsinn. Die Maske von Tony Moly, die hier, da habe ich gerade irgendwie Blödsinn gemacht. Die werde ich gleich direkt verwenden, weil die ausgelaufen ist.
Läuft bei mir. Genau, die werde ich entweder selber verwenden, die Produkte, oder sie werden weiter wandern. Oben sehen wir auch schon direkt, dass hier Marions Sachen zur Seite schon gepackt wurden. Hier habe ich dann auch mein Geschenk rausgenommen, was ich bekommen habe von den Mädels und von Jenny. Und natürlich das Buch, soll mir endlich ankommen. Wisst ihr Bescheid, das wird jetzt ja in diesem Video verlost, zusammen mit den ganzen Autogrammen von den Mädels, die dort unterschrieben haben. Also schaut in der Infobox vorbei, dort könnt ihr gerne beim Gewinnspiel mitmachen. Jetzt werde ich Trashy noch ein bisschen auffüllen, denn wie gesagt, das ist ja eine 2-für-2-Aktion. Ungefähr die Hälfte von dem Wert, die Hälfte der Produkte werde ich dann quasi wieder auffüllen. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber es ist nichts zu mir zurückgekommen, was ich richtig krass finde. Und das zeigt ja mal wieder, wie nachhaltig Trashy ja eigentlich ist. Denn ungeliebte Produkte von mir habe ich ins Paket gelegt und die haben alle Neues zu Hause gefunden. Und das finde ich einfach krass. Ich kann euch nur empfehlen, sucht und findet euch unter diesem Video in den Kommentaren. Gründet gerne auch eure eigene Trash-Paketgruppe. Das mache ich gerne bei meinen Flop-Videos. Das mache ich gerne auch bei den Trashy-Saurus-Paket-Videos. Und ich weiß, dass ich schon einige Gruppen gefunden habe. Und das finde ich einfach genial, denn jeder Mensch ist anders. Jeder hat irgendwie andere Bedürfnisse, einen anderen Teint, hat eine andere Sammlung ja auch zu Hause, ne? Also quasi schon andere Produkte da und auch andere Vorlieben einfach, was Pflege und was Make-up angeht. Und deswegen finde ich einfach solche Trash-Gruppen richtig, richtig cool, weil des einen Müll ist des anderen Schatz. Und das finde ich einfach jetzt ja auch schon wieder sichtbar. Ihr seht, welche Produkte hier bei mir eingezogen sind und könnt dann, ne, die aussortiert Videos der anderen Mädels sehen, seht deren Gründe, warum die Produkte aussortiert haben. Und ich freue mich in Keks, weil ich die dann entsprechend selber verwenden kann oder weitergebe. Ne? Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Trashy-Saurus. Es ist ein richtig langes Video wieder geworden. Ja, aber ich glaube, ich habe Trashy jetzt ein bisschen eine Verschlankungskur gegeben. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Die nächste im Bunde, wo ihr dann auch sehen könnt, welche Produkte ich hineingetan habe, ist Nicole Nina Wien. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Schaut gerne bei ihr vorbei und gönnt euch das nächste Trashy-Saurus-Unboxing. Ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll von mir. Das ist unsere Dusche. Ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaket. Nee, Trashy-Saurus. Da habe ich eine Playlist von. Die kommt hier rein. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!